So, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video und Vorstellung. Ja, wir stellen euch heute mal einen 4K Blu-ray-Player vor von Panasonic mit der Bezeichnung DP-UB 154 EGK. Ja, da sieht er das schöne Schmuckstück. 4K HDR, HDR Plus und den besten Farbcodec. Mit 60 FPS kann der sogar 4K und 60 FPS. Und natürlich das beste Hi-Res Audio. Hochauflösende Musik in Vinylqualität. Also in Studio Master Qualität, ja. Gut. Dann zeigen wir euch erstmal den Karton von allen Seiten. Ja, hier oben, Panasonic und so. Naja, Ja. klar, Strichcodes. Ja. Das ist ein Artikel. Ja, Nummer 1 in Europa sogar. Naja, bei dem Preis, das wundert mich Ja, auch und hier sieht nicht. man das hier. Kann nicht sein. Das Ding spielt es auch ab. 3D, Dolby Digital, Soweit DTS ich HD. weiß, spielt der alle bekannten Formate ab, Ja, eigentlich. ich habe auch letztens mal geguckt, was der kann. Der kann auch den Videocodec H265 abspielen. Das heißt, ihr könnt einen Blu-ray-Film, zum Beispiel so einen langen Film wie Avatar in H264, 4 GB für einen alten USB-Stick, komprimieren und das Bild sieht Ja, verdammt gut aus. ja. Und natürlich ist es eigentlich ein 4K-Codec, aber ihr könnt auch normale Blu-rays damit komprimieren. Und um die Bildqualität besser haben als den 64er. Der ist sogar billiger geworden. Hier sieht man das. Gebraucht. 135 Ich Euro habe den, kostet glaube ich, der. neu geholt, nicht gebraucht. Gucken wir mal, wo haben wir es hier? Also bei Amazon, genau hier habe ich es ja bestellt. Schleichwerbung. Ja. Wo steht neu? Haben sie jetzt nur noch gebraucht? Ach, hier neu. Ja, 162. Ja, ich habe den für 150 Na, wie irgendwie will hier der Fokus gerade unten so nicht. ähnlich bekommen. Und bis jetzt bin ich mit zufrieden. Ich habe mir jetzt eine 4K Blu-ray geholt. Mario, klar. Ja, und das Gute an dem Mario-Film ist, es war wirklich nur die 4K Blu-ray drin und nicht mehr die Ja, das normale. war auch günstig, aber das habe ich nicht mehr drauf geachtet beim Bestellen und Ja, ja. da habe ich ihn noch, mich noch gefragt, Daher weil ich den den ja hier. selber, weil ich habe ja nur, kann ja maximal nur normale Blu-rays abspielen, weil hier unten habe ich ja normalen Blu-ray-Player hier unten am PC. Damit kann ich normale nur abspielen, keine 4Ks. Ja, und weil ich halt nur eine 4K Blu-ray bestellt habe, natürlich kann ich sie nicht in der 4 oder so, ich habe keine 5, abspielen. Ja, ich schaue ja mir Kann bei, der hier. ja. Das ist ja das Gute. Mal gucken, wie das Gerät von innen aussieht. Ach ja, es ist ein Ja, Revirio. er wurde schon Bitte. ausprobiert. Ich habe jetzt, glaube ich, ein Sprachding da Fehler, wenn Ja. er macht. Wie ist er nochmal? Revirio. So eine Art wie in Review. Ja, Also wir haben den ja schon einmal Revirio. benutzt zum Testen. Manche sagen Deutsch Sprache, schwere Sprache. Ich sage Englisch, schwere Sprache. Das Ja, bei meinem Sprachfehler. Weil da sollte ich lieber die. Naja. So, wie gesagt, war schon eröffnet, deshalb halte ich ihn nur mit so einem kleinen Futze, dass er mir unterwegs nicht raus und ein bisschen, naja, ja. vielleicht ein bisschen sauber machen könnte. Also man Und kann sagen, das ist ein Gebrauchsstück jetzt. So. Für ja, eine Blu-ray wurde bis jetzt angeguckt, also die ich Mario habe den 4K. zwar neu gekauft, aber natürlich ist er jetzt gebraucht, wenn ich den. Ja. So, dazu war aber leider nur ein normaler. Es ist ein einfacher Player. Internet, Netz und HDMI. Man braucht ein Ja. einfacher Ja, aber Blu-ray DVD. überall klatschende fette DVD-Logo hier ran, ja. Ja, das ist normal. Also das wird sich auch wahrscheinlich DVD ist nicht wohl die ändern. Zukunft. Zwei Knöpfe reicht auch eigentlich aus. Ja. An, aus, auf, mit der Lade fertig. Ja, man sieht es ja an meiner Fernsehfernbedienung. Hier, die Knöpfe reichen wohl völlig aus für den Fernseher. Deswegen mehr muss nicht sein. Hauptsache die Musikanlage hat 20 mal so viele Knöpfe. Hier der Infrarot für die Fernbedienung. Und ein USB 2.0, ja klar. Ich glaub's ja wohl, ey. Ja, du kannst auch Dings mit. Ach ja. Der ist abwärtskompatibel zwar, aber das dauert ein bisschen, aber man müsste Was 4K. noch wirklich zu sagen ist und das auch wichtig ist, für welche, die, für den das wirklich. Ups, Entschuldige. Für den das wirklich wichtig ist, der hat kein WLAN. Man braucht dafür einen Adapter, wenn man auf WLAN. Gibt es Ja, extra so einen und den Adapter steckt man hier für. rein.
Und die werden dann hier reingesteckt und Ja, aber dann fertig. kann man zwar Netflix über ein WLAN und so, aber dann kann man kein USB-Gerät abspielen. Es gibt aber auch USB-Verteiler mit diesen Adaptern etc. Das kannst du auch alles machen. 3.0, 4.0, um den 4.0 gibt es ja noch gar nicht, Entschuldige. Kommt erst raus. Es 3.1. gibt schon ein paar Geräte mit 4.0 und so. Ich habe sogar ein Kabel für Ja, ein ist aber Handy jetzt noch mit nicht. USB 4.0, aber das ist nur 4.0 wegen dem schnellen Aufladen. Ja, aber ist noch nicht so direkt. Wie gesagt, der hat keinen integrierten über Netzteil. Ja. Leider. So sieht er von unten aus, aber er ist auch bei ihm. Ja. Also das ist jetzt nichts Also Besonderes. vom Design her sieht er aus wie ein normaler PAL-DVD-Player, Ja, aber von in drin ist daher. die Technik, deswegen ja. Also Und das das ist. HDMI ist ja auch nicht mehr das normale. Nein. Ich habe mir extra ein 4K Ich glaube, der HDMI dabei war, war auch klar. ein 4K, sonst funktioniert er nicht. Aber der. UHD 4K Ja. klar. Der Scheint normal. ein 2.0 ist das. Bei dem anderen steht immer 8K drauf, bei die 2.1er. Ja, weil. Wenn ich 4K gucke, dann will ich auch wirklich 4K gucken und nicht. Ja. Und der Netzteil. Und dann ist so ein Haufen Verpackungsmaterial, die Ja. Gebrauchsanweisung, aber hoppla, ist halt die Fernlenke vergessen, siehst du? Ja. Irgendwas vergesse ich immer. Ja. Und die ganze Bedienungskram da. Ja, aber was? Aber wir können euch sagen, was der ungefähr alles abspielt. Weil ich habe mich. Also der spielt die ganz normalen Audioformate ab, die jeder kennt. Wave, FLAC, MP3, AC, WMA. Und DSD kann der natürlich auch. Deswegen auch das Hi-Res-Logo. DSD und DXD kann der abspielen. Bis 64 Stufen und so hat alles 192 Kilohertz und 24 Bit kann der abspielen. Natürlich alles nur über HDMI. Also wenn ihr eine klassische Anlage habt, müsst ihr euch einen HDMI zu Stereo-Konverter kaufen, hochwertigen. Die sind aber auch sehr teuer. Ja, besonders wenn man hochwertigen haben will, um das Ding ja als HD-Audio-Player zu verwenden. Man kann ja auch die Musikdienste Amazon Prime HD. Kann man ja HD nennen sie da CD-Qualität und Ultra HD, also 4K, ist dann das Hi-Res. Ja, ich würde sagen, mehr gibt es auch nicht wörtlich hier zu sagen. Das andere ist jetzt, glaube ich, nur Palaver, was wir denn da Ja. loslassen. Von daher, ich Ja. wüsste jetzt nicht, was dazu sagen Also gibt, man kann oder? sagen, wir haben eine Sache noch nicht ausprobiert, ob der 64 GB Sticks abspielt, also. Weil wir wissen nicht, ob der FAT32, weil am Anschluss steht nämlich 500 Milliampere und das lässt mich zu wünschen über. Eigentlich steht da mal 900, aber die Festplatten mit Netzteil, die gehen durch. Bei 900 schafft er nur, wenn es ein 3.0 ist, aber zum Glück, es gibt ja Ja, externe Festplatten mit aber du Netzteil. musst auch den Preis-Leistungs-Verhältnis. Also für Ja. jemanden, der nur rein 4K und nicht jetzt irgendwelche Daten draufknallen will, fette USB, Aber wir fette. können es ja testen. Ich habe nur 5 Terabyte und die testen wir gleich mal. Für den reicht das völlig aus. 150 Euro für einen 4K-Player ist Ja. schon ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und der Ja. tut es einwandfrei abspielen. Ja, und ich finde nur ein bisschen schade, dass 4K-Filme langsam am Aussterben sind. Sony stellt keine mehr, Disney Plus Ich will glaube, wir jetzt auch nicht schweifen mehr. ab. Ja. Ich glaube, wir schweifen ab. Ich glaube, das hören Sie, wollen Sie sich nicht so gerne anhören. Ja, also ich hätte jetzt nichts mehr wörtlich dazu zu sagen, weil, wie gesagt, es ist ein Player, man macht einen 4K-Blu-ray rein, an, fertig und man kickt. Ja. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich kann ihn auch nur, ich kann ihn auch empfehlen, für diesen Preis ist er wirklich sehr gut. Was Musiktechnik, wo das hier drauf steht, das ist ja alles raus. Ja, Ja. das hier, ganz rechts hier. Ja, dieses Hi-Res Audio, Musiktechnik, klar. Vinyl und alles, er sammelt ja auch Vinyl. Ja, aber die muss man erstmal drücken. Ja. Der hat ja kein Analog. Hoppla, ist schon wieder Fuß im Staub drauf, ist klar. Ja. Ist komplett aus Metall, nicht so ein Bin ich Bomberplast oder so? Plastemüll, außer hier vorne, oder? Nee, auch aus Metall. Ja, der ist ringsherum aus Metall. Finde ich Ja. besser als dieses Plastemüll heutzutage. Ja, und der ist auch sehr leicht, der Player, das ist das Geile. Ja, weil da ist ja nicht viel drin. Aber wenn ich dran denke, wie schwer die ersten damals PAL-DVD-Player waren, boah. Naja. Da waren fette Trafos und alles ein Kram drin. Und heutzutage hat man so ein dünnes Netzteil da dran hier. Ja, mehr braucht es auch eigentlich nicht. Ja. Ja, dann würde ich erstmal sagen, das war's dann erstmal für das Video. Und wir sehen uns dann später wieder.
Und tschüss.